Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Patrick Podele mein Name, Christopher Postel sein Name. Guten Tag. Heute ein Standard-Deckcheck und zwar Grixis Midrange. Ja. Warum Grixis Midrange? Weil wir alles andere schon gehabt haben. Nein. Das stimmt nicht. Weil Grixis ein Deck ist, das irgendwie so kein richtig schlechtes Matchup hat. Mhm. Sondern eigentlich so, es ist so das neue Junt-Deck des Formats in meinen Augen. Okay. Also ich habe noch kein, wenn ich das Deck spiele, habe ich kein Deck gesehen, das mich so unendlich, wo ich ein unendlich schlechtes Matchup habe. Mhm. Es kann halt mit Company-Decks mitspielen, es kann mit den, die aggressiven Human-Decks sind sowieso zu favoren. Mhm. Es ist jetzt auch nicht ganz schlecht gegen die Ramp-Decks, ja. Auch Post-Sideboard. Gegen die Company-Decks ist auch nicht so grauslich, das ist halt ein Kampf, aber für die Grün-Weiß-Token-Deck. Ja, okay. Ist halt ein Kampf, aber das ist, glaube ich, hat derzeit jedes Deck den Kampf gegen Greener Token. Also es ist ein cooles, interaktives Deck, das interaktiv innerhalb sich selbst ist und interaktiv mit dem Gegner spielt. Ja. Und auch dementsprechend schnell finishen kann dann, was auch nicht so unwichtig ist im Standard. Nachdem ich Esper Control gespielt habe, habe ich gesehen, wie wichtig es ist, schnell zu finishen. Okay, das war gleich ein bisschen Metagame-Besprechung, dann schauen wir uns mal das Deck selber an. Fangen wir an mit der Mana-Base. Du spielst 7 Basics, eine Island, 4 Swamps, 2 Mountains. Und nehmen wir dazu 2 Wolfing Wilds. Wollte ich auch gerade sagen, und 2 Wolfing Wilds, um die auch zu finden. Genau. Setup-Verteilung. Ja, weil Schwarz einfach das Wichtigste ist. Mhm. Das eine Island, man braucht sehr wenig Blau im Deck. Mhm. Aber es gibt halt auch eine Wandering Fumarole. Okay. Und die möchten wir auch aktivieren. Und natürlich, wenn ich mir mit dem Evolving Wilds das Random Island suche und Turn 2 den blauen Spell spielen kann, dann habe ich natürlich auch Value. Richtig. Gut, du spielst 4 Wandering Fumarole, um genau zu sein, als blau-rotes Land, genauso wie 4 Shivan Reef als blau-rotes Land. 3 Shivan Reef als blau-rotes Land. Ja. Und dann spielst du 2 Sunken Hollow aus blau-schwarze Länder und aber 8 schwarz-rote Länder in Form von 4 Foreboding Ruins und 4 Smoldering Marsh. Ja, man braucht halt schwarz und rot. Also das ist jetzt die einfache Erklärung. Okay. Zu der Mana-Base. Es sind, die Mana-Bases sind recht kompliziert mittlerweile, finde ich, für Standard. Gerade auch, weil man den Misch aus die Mischung aus den Battlelands und den Shadowlands irgendwie hinbekommen muss, dass die sich nicht gegenseitig, also dass die nicht gegenseitig sich wehtun. Ja. Gut, also dann gehen wir zu den Kreaturen und zum Deck selber wird man sehen, dass Blau eigentlich ja ein Splash ist, sage ich jetzt einmal. Genau. Weil ich meine, du spielst, wir fangen an mit 4 Chase Vryn's Prodigy. Jace ist in dem Deck einfach gut, weil man so viele Spells hat, weil man sich schneller durchs Deck ziehen kann und deshalb, um nochmal zurückzukommen, eben auch Evolving Wilds. Ab und zu ist es einfach super, die Evolving Wilds First Turn zu legen, sich was rauszusuchen, Turn 2 das Land, dann kommt der Jace, dann lootet der und dann flippt er schneller und je schneller er flippt, desto besser das ganze Engine. Da wird die ganze Engine hochgezogen und wir wissen, wer schneller durchs Deck kommt, der kann Dead Draws einfach besser kompensieren. Ja. Und jetzt verrate ich was, Spoiler, das sind 4 von 6 blauen Karten in dem ganzen Deck. Also Karten, die blau brauchen. Wirklich. Ja. Also das ist halt wirklich eigentlich ein schwarz-rotes Deck mit einem blauen Splash. Genau. Also man könnte es wahrscheinlich auch blauer machen. Man könnte es blau machen oder man könnte das Blau auch weglassen. Es sind 9 blaue Karten. Ja, aus dem Sideboard dann noch. Ja. Aber es ist halt, der Jace ist halt in dem Deck, also der ist ja jetzt aus dem Meta mehr oder weniger verschwunden, aber in dem Deck ist er wirklich noch gut, weil es so viel Value herauszuschlagen gibt aus dem Deck. Mhm. Okay. Gut, dann gehen wir zu den nächsten Kreaturen. Du spielst 3 Kalitas, Trade of Geth. Ja, der Quarrel ist einfach. Der Quarrel ist einfach super. Der Quarrel ist gut gegen die ganzen Company-Decks. Man spielt einen Haufen Removal, kriegt dann Zombies. Der Quarrel ist. Du kriegst live mit ihm und wir sehen ja, dass er mittlerweile sogar in Modern gespielt wird, weil er einfach wirklich gut ist. Ja. Ja. Gut, dann spielst du aber auch 4 Goblin Dark Dwellers. Ja. Fürs Recast primär natürlich, genau. Aber eine 4-4 Mana ist wahrscheinlich auch keine schlechte Anzahl. Ja, es ist halt dadurch, dass man sehr viel Removal auch spielt, ist außer der Gegner spielt Tokens und kann halt wirklich das Board füllen.
kommen die Dark Dwellers relativ oft durch. Mhm. Und das müssen halt die Dark Dweller ein-, zweimal durchkommen und dann passiert, im Magic passiert eh mehr, als das zweimal Dark Dweller angreifen. Aber die sind halt, die beenden das Spiel relativ schnell oder können das Spiel relativ schnell beenden, mhm, und sind natürlich auch gut, eben um das Removal re-zu-casten oder Hand Disruption oder sonstige Sachen. Auch Postboard. Weil jeden Spell, den man sich Postboard holt, kann man mit den Dark Dweller natürlich auch doppelt und dreifach verwerten. Das darf man auch nie vergessen in so einem Deck. Mhm. Dass wenn ich jetzt so One-Offs im Sideboard habe, mit Jaces, mit Dark Dwellers, das ist kein One-Off, das sind oft öfter 2 bis 3 Targets dann. Mhm. Ja, prinzipiell ist ja das Deck sehr auf Value ausgelegt. Genau. Durch die Chases, durch die Dark Dwellers, durch teilweise der Spells, einfach, dass du halt möglichst alles doppelt dreifach verwenden kannst, dass du schnell durchs Deck, genau, kommst. Die letzte Kreatur ist auch eine blaue sozusagen, und zwar ein Dragonlord Zilumgar. Ja. Das ist eine Karte, die man primär, also die ich öfter im Sideboard als im Main-Deck sehe, gerade bei Grixis-Decks. Warum ist er bei dir im Main-Deck? Weil es gibt halt wirklich schon so viele Targets, es wird so viele Walker gespielt und also Gideons nehmen ist sehr gut, auch die Nissas, einfach einmal die gegnerischen Walker ultimaten oder minusen, ja, um dem Gegner dann im nächsten Turn oder sobald der Zilumgar weg ist, das Value wegzunehmen. Gegnerische Chandras nehmen, gegnerische getappte Ojitas nehmen, es gibt so viel, wo das eigentlich potenzielle Targets sind und darum ist es fast schon zu schade, den in Sideboard zu geben. Okay. Dann hast du im Main Deck 2 Chandra Flamecaller. Die Chandra war ja ursprünglich der Hauptgrund, warum man Grixis überhaupt gespielt hat, weil da waren am Anfang 4 drin, dann sind die Chandras aus den Grixis Decks fast komplett rausgegangen. Jetzt hast du 2. Warum die genau dieser Mittelweg? Weil Chandra halt immer noch ein super starker Finisher ist. Mhm. Man kann das Board relativ schnell clearen und Chandra beendet das Board schnell. Das Spiel. Chandra ist ein gutes Removal gegen die Human Decks, ist ein gutes Removal gegen die Company Decks des Öfteren. Für alles andere, was aggressives Gedöns da herumrennt, natürlich auch. Und man darf nie vernachlässigen, man kann einmal ausfladen und man rennt dann mit einer 3-Land-Hand herum und dann nutzt man die Null-Ability und schmeißt das komplett weg und zieht 4 neue Karten. Mhm. Also das sind schon Ansätze im Spiel, die sich halt aus dem Spiel ergeben. Okay. Aber nicht eine dritte oder vierte Chandra, einfach weil die 6 Mana-Drops dann überhaupt nehmen. Ja, weil es doch, man will halt viele Spells casten, auch im Turn. Man castet halt, man möchte halt mindestens 2 Spells casten. Okay. Außer es muss nicht sein, dann hebe ich mir natürlich die Handkarten auf, aber wenn ich kann, dann caste ich mehr Spells, um eben auch, wie gesagt, schneller durchs Deck zu kommen mit Jace, mehr Welle zu machen mit den Dark Dwellers oder Minkalitas etc. etc. Mhm. Gut, kommen wir dann gleich zu den Spells. Du spielst einen 3 Fiery Impulse, das ist irgendwie klar, du spielst Roh, das ist ein 2-Damage-Schuss, der schnell mal 3 Damage macht. Genau. Er rüstet halt alles bei den Humans ab. Mhm. Sachen, die unangenehm sein könnten, eben sind die Gossip Townmonger, die will man gleich vom Tisch haben, auch die Kittyern will man gleich vom Tisch haben. Ansonsten gibt es genug Targets, gegnerische Jaces, auch bei den Company Decks gibt es immer wieder Sachen, die man abschießen muss. Einmal, ja, überhaupt mit Spell Mastery, ja. Sylvan Advocates will man gleich vom Tisch haben, weil wenn die mal wachsen, dann sind die unangenehm. Mhm. Gut, dann hast du auch 3 Grasp of Darkness, die können ein Stück mehr abräumen als das Fire Impulse. Die können auch primär Avasins abräumen, was nicht so unwichtig ist, weil man halt selber außer dem Dragonlord Zilum gar keine Flieger hat. Mhm. Also alles, was in der Luft herumschwirrt, will man dementsprechend schnell auch vom Tisch haben dann. Und sie können auch die ganzen Mainlands abräumen, was ja auch nicht so schlecht Richtig, ist. Richtig, ja. Also das habe ich beim Espo Control selber erlebt. Da habe ich eine Liste zuerst ohne Grasp of Darkness, beziehungsweise nur mit einem Grasp of Darkness gespielt und bin regelmäßig habe ich Probleme gehabt, irgendwie die Mainlands zu handeln. Ja. Mhm. Und Mainlands sind halt auch Player derzeit, auch das Needlespires, das jetzt gespielt wird im rot-weißen Humans Deck, das hat halt Double Strike und wenn Wolves Watching draußen ist, das sind halt 6 Damage dann. Ja. Und kann man halt für 2 Mana verhindern. 2 Ultimate Price, ja, weil es genug Mono-Colored Kreaturen gibt und auch immer nur 2 Mana kostet. Genau, man rüstet halt von
CMC 1 bis CMC 5 ab und das für 2 Mana ist eigentlich im Durchschnitt okay. Mhm. Dann 2 Ruinous Path, das ist auch deine einzige Möglichkeit, Planeswalker jetzt abzurüsten. Genau. Die schwarz-weißen Kontrolldecks haben sich etabliert, dass man 4 bis 5 Möglichkeiten Planeswalker abzurüsten spielt, mit 2 bis 3 Ruinous Path und 1 bis 2 Anguish Unmaking. Ja. Mhm. Warum du nur 2? Weil du eben mit den Dark Dwellers und mit den Jaces theoretische 4 hast. Mhm. Und natürlich auch die Dark Dwellers selber können Planeswalker auch relativ gut attackieren durch das Manage und dadurch, dass sie 4-4 sind. Mhm. Und eben dadurch, dass man so viele Removal-Spells spielt und nimmt man dem Gegner halt die eine Kreatur weg und der Dark Dweller beendet halt den Rest. Okay. Also weil du mit Pressure auf den Planeswalker ihn auch einfach du kannst. Du hast mit den Creatures natürlich auch Pressure, das haben die ganzen Esper-Decks natürlich nicht. Mhm. Von daher ist das auch eine Möglichkeit. Gut, dann hast du noch 2 Mass Removal in Form von 2 Radiant Flames. Ja, ist halt die Skalierbarkeit des Ganzen ist natürlich gut. Mhm. Man kann viele Tokens abrüsten, einfach für 2. Man trifft seine Sachen außer dem Jace sowieso nicht. Ja. Also ja, es ist auch bei 3 nicht. Marginal eben, ob 2 oder 3. Ja. Mhm. Es ist halt nur, wenn ich das wenn ich Mana-Probleme habe oder wenn ich Farbprobleme habe, dann. Mhm. Dann 3 Kolagas Command als noch natürlich zusätzliche Value Engine. Ja, weil man holt sich halt sehr oft die Dark Dweller Retour und macht diesen Loop. Dark Dweller Loop, mehr oder minder. Was natürlich auch nicht schlecht ist beim Kolagas Command, ist einfach, dass man den Gegner diskarden lassen kann. Mhm. Ja. Auch gegen die Ramp-Decks, man hat so viele tote Karten gegen die Ramp-Decks. Ja. Und das Kolagas Command ist sehr oft dann einfach kommen, Discard. Irgendwann muss ich was treffen. aber wenn du best discarden willst, dann spielst du noch 2 Transgress the Mind. Ja. Transgress ist halt Main mittlerweile, weil es außer dem Human Deck, wo man halt nur das Always Watching trifft, ist. Und Gideon, wenn es ein Spiel, den großen. Ja, und den großen Gideon, wenn es das größere Weiße ist. Ansonsten ist Transgress the Mind gegen jedes Deck wirklich gut und man will halt gegnerische Gideons in den Token-Decks oder Avacyns oder im Mirror-Match Chandras oder den Koal oder was auch immer. Es gibt so viele Targets derzeit. Mhm. Gut, dann spielst du noch zum Abschluss im Main-Deck 3 Read the Bones, einfach um das Deck ein bisschen zusammenzuhalten, beziehungsweise neben den Chase einfach mehr Card Draw zu haben. Ja, du willst halt einfach, bis May, wer schneller durchs Deck kommt, hat die Möglichkeit zu gewinnen viel leichter, weil er seine eigenen Threads sieht, weil er sein Removal sieht, weil er seine Strategie besser darbringen kann. Weil mit 60 Karten auf der Hand ist meine Strategie, kann ich das so spielen und 60 Karten will man nie auf der Hand haben. Ja, aus dem dann bis zum nächsten Drawstep tot, das ja. ist auch schlecht. Wenn es das Band ist, nicht, aber das kann so ein Deck halt nicht, aber man kommt einfach schneller durchs Deck und je schneller ich durchs Deck komme, desto besser. Und ich bin ein Freund von vielen Handkarten. Ja, verstehe ich. Fühlt sich besser an, hat man mehr zum Spielen müssen mit den Eimer. Genau. Man flickern die ganze Zeit. Gut, zum Sideboard. Da findet sich der ein Obnixilisk Reignited. Der ist wahrscheinlich statt dem Dragonlord sozusagen, weil der Dragonlord im Silumgeist eher den man auf dem Main Deck sieht und den Obnixil im Sideboard und den Obnixilisk eher im Main Deck. Du hast es halt umgedreht. Ja, ich habe es umgedreht, einfach weil da, weil man so viel Removal schon hat und dass die +1-Ability mit Card Draw, ich muss gestehen, mir geht es nicht ab, eben durch die 3 Read the Bones, durch die 4 Jaces. Mhm. Die Jaces flippen relativ schnell, man kann so viel recasten. Obnixilis ist gut dann eben gegen die controlligeren Decks, einfach wenn man zusätzlichen Card Draw hat und Obnixilis als gealtimated ist normalerweise Instant Concede beim Gegner. gut, du spielst natürlich noch mehr Hand Destruction und zwar 3 Duress, das dritte Transgress the Mind und 2 Infinite Obliteration. Ja. Der Split, weil... Weil man schon 2 Transgress the Mind Main hat. Mhm. Man will aber das dritte haben, eben um gegen die Ramp-Decks mehr Worldbreaker zu ziehen, beziehungsweise mehr Ulamogs. Die Duress sind gut gegen die Esper-Listen, die Duress sind gut gegen die Esper-Dragons-Listen, gegen gegnerische Grixis-Control, aber auch gegen Token nicht so schlecht. Mhm. Also nicht unbedingt, wenn es jetzt das Grün-Weiß-Token-Creature-Deck ist, sage ich einmal, weil es gibt ja auch welche, die Secure the Waste spielen und mehr in die Richtung gehen, und dann gibt es welche, die halt wirklich Advocate, Lambold Pacifist, was gibt es noch, Avacyn
Ja. Hänger bekommen. Also die spielen einfach eine größere Range an Kreaturen und nach dem Boarden trifft es halt trotzdem noch immer genug. Okay. Und das ist halt nur ein Mana-Spell, darf man auch nicht vergessen. Wenn man die ersten Turns einmal die Hand vom Gegner kontrollieren kann, dass man sagt, okay, du bringst nur das aufs Board, was ich dich aufs Board bringen lassen möchte. Ja, wo ich jedes Removal dafür habe. Genau, richtig. Und die Obliteration ist einfach gegen Ramp, schätze ich mal. Genau. Der Worldbreaker ist gegen so viele Decks unendlich stark. Alles, was nicht Declaration spielt oder Anguished Unmaking, ist der Worldbreaker unendlich stark. Und man muss den irgendwie, bevor er schon kommt, am besten handeln können. Okay. Ist klar. Dann gegen die Human Stakes hast du noch zwei Rendering Wally. Ja, aber auch gegen Avacyn und auch gegen Dragonlord Dogetail. Kostet halt auch nur ein rotes Mana. Ja. Und trifft halt. Und kann nicht gecountert werden. Dann hast du noch zwei Mass Removal, aber nicht die zwei weiteren Radiant Flames, sondern zwei Languish. Ja. Warum Languish über Radiant Flames? Naja, weil man hat ein eingebautes Radiant Flames ja auch schon in der Chandra drin, mehr oder minder. Okay, also hat man eigentlich vier Mendiger. Ja. Und man kann noch immer das Language spielen, auch wenn die Avas in die Creatures indestructible gemacht hat. Ja, also wenn man da irgendwo in eine Situation kommt, man deckt mit den Dark Dwellern, dann kommt die Avas in rein, protected zwei Creatures, greift an, also man verliert seine, ich greife an, man verliere meine Dark Dweller zum Beispiel. Alles in indestructible, die Gegner freut sich, dann lege ich mir das Language am Tisch und sage, aha, dir geht's wie ein Krokodil, ja. Am Längisch ist das Krokodil oben. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja. Also, Längisch, gutes Einsatzgebiet auch gegen die Dragonlord Ojodai, gegen die ganzen Always-Watching-Listen, dann die es in weiterer Folge gibt und gegen Band Company natürlich auch. Okay. Dann kommen wir zu den letzten vier blauen Karten im Sideboard und zwar drei Negates. Negate ist halt gut. Negate ist Negate. Negate ist halt einfach gut und. Ja, es gibt halt ein Matchup, wo Negate wirklich schlecht ist und das sind die Human Decks. Und gegen die Company Decks kannst du schon wieder boarden eigentlich. Ja, weil die nach dem Boarden natürlich auch anders ausschauen. Und Company's Countdown ist noch immer ziemlich nice. Gut für zwei Mana. Okay. Der Apostel sagt einfach kein Nein. Und dann hast du noch ein Silumgas Command im Sideboard. Warum ein Silumgas Command und warum im Sideboard? Weil Silumgas Command halt Planeswalker abrüstet. Also Silumgas Command ist auch immer so ein 2-for-1. Ja. Ich kann es aber außer mit Jace nicht recasten. Also meine Dark Dweller treffen es nicht. Wenn es 3 Mana kosten würde, würde ich es obviously im Main Deck spielen. Aber es ist halt auch kein Target für die Dark Dwellers. Und es kostet trotzdem 5 Mana. Und wie man sieht, das Deck ist für ein Control-Deck eigentlich schon eher ein Modern Control Deck, weil es sehr viele Cheap Spells und sehr viel schnell und Snapcast down und hin und her. Ja. Also es schaut schon ein bisschen eher wie ein Modern Control Deck aus. Also es ist nicht die clunky Big Control Decks, die es in Stand gibt, so mit 3 Language, 2 Plane Outburst und noch 3 Obnixilis hinterher und 2 Sorin, sondern es ist halt das schnellere Deck. Also es ist wahrscheinlich das Tempo Deck im Format, wenn man das so sagen darf. Es ist halt einfach schneller. Ja, es ist Tempo-Deck, ist es. Es ist ein Tempo-Control, ein schnelles Control-Deck. Also ein schnelles Control-Deck, okay. Passt, auf das können wir uns einigen. Gut, mit dem schnellen Control-Deck sind wir auch schon durch. Ich habe es ja als Midrange-Deck bezeichnet, aber ich kann es auch schnelles Control-Deck da nennen. Du kannst es nennen, wie du willst. Du kannst es auch Krokodil-Deck nennen. Das Krokodil-Deck? Nein, das Krokodil ist nur ein Sideboard, das stimmt nicht. Über die, wie es positioniert ist, haben wir auch schon gesprochen. Das hast du gleich am Anfang gesagt. Gibt es noch irgendwas, was du den Zusehern mitgeben möchtest, als Spieltipp vielleicht? Gibt es irgendwas, auf was man achten muss? Ja, auf das Deck prinzipiell. Ja, das Deck ist halt nicht einfach zu spielen, auch wenn es sehr straight ausschaut, weil es ist oft das Problem, welches Removal verwende ich wo und wann. Man kann sich gerade dadurch, dass man so viel Cheap Removal hat, mit Ultimate Price, Grace, Brutal Darkness, Fire Impulse, kann man sich oft vertun mit dem Removal und man behält das falsche Removal zurück. Also 2 bis 3 Mal überlegen, auch wenn ich Removal recasten kann mit Dark Dweller und Jace. Ab und zu hat man das falsche Removal und ab und zu bringt man sich in eine prekäre Lage, wo es dann ziemlich unleibend sein kann. was natürlich auch ist, dadurch, dass man keine Counter Main spielt, man kann die Counter immer simulieren in dem Deck. Man kann die Counter immer simulieren und wenn man das halbwegs intelligent spielt, dann spielen die Gegner auch oft über das Main Negate drüber oder über das Main Clash of Wills. Weil es gibt ja keine Grixis Control Liste, die, wie soll ich sagen, die klar ist. Ja, es gibt keine gefixte, so wie bei Grün-Weiß Tokens, wo vielleicht 3, 4 Slots. Das sind 3, 4 Slots, wie Variable, du willst. Das ist aber sehr viel Variables. Sehr viel. Und da
kann man halt, man kann auch Counter Main Deck spielen. Ja. Also es ist ein Deck, das halt, wo man sich auch damit beschäftigen sollte und schauen. Und ich glaube, das ist eine gute Anfangsliste. Mhm. Kann man anpassen. Und mit der kann man das anpassen, wie man es gern hätte. Man kann natürlich Krokodil Main spielen, ja. Also. Ja. Wobei es killt alle deine Kreaturen auch. Das ja gut, aber dann baue ich die Creature Base auch ein bisschen um. Ja. Man kann auch ein anderes Deck drauf machen, das stimmt. Ja. Ein anderes Deck spielen, das ist nicht das Problem. Das geht auch. Ja. Gut, Christopher, danke fürs Vorstellen, fürs Krokodil. Schnelle Kontrolldeck. euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr Fragen und Kommentare unter dem Video hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter erreichen. Ihr könnt uns im Shop antreffen und ihr könnt uns im nächsten Video sehen. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Und ja, ciao. Wa. Krokodil. Du bist zu fertig. Überhaupt nicht. Oh doch. Steck mich ab. Ich steck dich nicht steck ab. Mich ab. Nein. Steck mich ab. Weißt du, das ist jetzt hinten im Video drauf. Ist mir wurscht. Lass mich abstecken. Der ist so lästig.